Heute sehen wir uns ein Droid Factory Set an aus 2023, ja. Und zwar aus der Serie Ahsoka. Diese Droid Factory Sets sind im Disney Parks erschienen, beziehungsweise ja, dieses Set ist hierzulande auch erhältlich gewesen, sonst immer über Amerika zu bestellen. Und ja, das sieht man heute an. So, hier ist die Verpackung von der Droid Factory von Disney 2023 aus der Serie Ahsoka mit vier dort aufgetauchten Droiden, welche es zum Teil bis heute noch nicht in die Hasbro-Line geschafft haben. Ja, wer ist in diesem Set alles enthalten? Wir haben hier einmal C1 10P, genannt Jobber, der ja schon mal auf Einzelkarte herauskam in der Droid Factory. Dann haben wir einen C4 R4C Droiden, welcher auch mal zu sehen war. Ich weiß nicht genau wo, aber er war zu sehen. Dann haben wir Professor Huyang, welcher hier erstmalig erscheint oder erschienen ist. Später kommt er dann noch in der Vintage Collection heraus. Und wir haben RD3. Die Rückseite sehen wir, die Figuren hier nochmal aufgestellt. Und hier ein kleines Info noch in verschiedenen Sprachen. In Deutsch diesmal natürlich nicht, aber es ist in Deutschland erschienen. Beziehungsweise wird es auch vertrieben. Hier steht nochmal Disney Stores. Ja, und hier ein paar Zeichnungen dann zu den Figuren noch, beziehungsweise zu Astromech-Droiden. Ansonsten recht unspektakulär. Ein Spapphuber ist hier hinten dann immer noch dabei. Figuren im Blister. Und hier dann auch nochmal ein bisschen Zeichnungen, so Konzeptzeichnungen, Astromech-Droiden, wie man es gut erkennen kann. Nehmen wir uns als erstes den C1 10P Droiden vor, genannt Chopper, welcher in Ahsoka und Rogue One zum ersten Mal in Live-Action aufgetreten war, ansonsten in der Rebels-Serie ein eigenmächtiger, psychopathischer Droide. Also dieser Jobber hier ist die einzige Figur, die wirklich vier andere Versionen hat, beziehungsweise woanders schon herauskam, und jetzt schauen wir uns den mal an. Also das Painting ist sehr schön hier, verschiedene Farben. Wir haben dann eben Astromech-Droidenbeine hier sogar mit Kabeln versehen, was ja eigentlich untypisch ist, weil, naja, wohl eigentlich sind es öfter mal dabei. Droid Factory Figuren sind ja eigentlich dafür gedacht, dass man sie die Gliedmaßen also selbst zusammenstecken kann und sowas und sich selber Droiden erschaffen kann. Gut, das hier ist ein wenig ein Unikat, also gab es nicht so oft, gab es in verschiedenen Versionen. Haben hier dann eben die abnehmbaren Beine, die man dann zusammenstecken kann. Und schön auch hier noch diese Arme, die haben hier Bewegungspunkte, divers und halt auch so rotierend. Also schön wie das Vorbild. Auch die kann man ja, sind nur zusammengesteckt, kann man eigentlich auch hier rausnehmen. Dann haben wir nach oben diese kleine Antenne, die eigentlich auch aufgesteckt ist, weil jeder der Disney Park Figuren hier oben noch mal so ein Hütchen hat, wo man dann also eben Hütchen aufstecken könnte, so Mickey Maus Ohren oder sowas. Ja, dann hat er hier noch einen ausfahrbaren Arm. Und das ist also wirklich klasse. Ja, der Kopf kann natürlich auch abgenommen werden. Und zeigt dann eben das Innenleben
bisschen der Astromech-Figuren hier. Ja. Jetzt weiß ich nicht, das Bein ist zwar drehbar, müsste aber auch herausgenommen werden können. Genau. Hat hier so einen Steckmechanismus, welcher auch nur so eingebaut werden kann. Ja, und dann hat man hier so Buildertroid. Ja, auch von der Rückseite her noch Abnutzungsspuren und gepainted. Hier oben zum Beispiel am Dom ein paar Kratzspuren. Ja, hier die offenen Kabel. Schon klasse. Nehmen wir mal kurz zum Vergleich den, der als erstes herauskam, der Jobber, müsste der sein, oder? Ja. Der kam damals zur Rebels-Serie schon heraus, von Disney Parks, also gleiche Mold. Aber man sieht eben die damaligen Unterschiede vom Painting her, von den Platten sind anders angemalt. Und ja, das Bein hier ist sogar andersrum angebracht, beziehungsweise er hat auch zwei verschiedene Beine. Ist aber die gleiche Figur letztendlich. Und hier unten auch nochmal die Rollen. Und er hat hier gerade die Düse drin stecken, da er ja auch fliegen konnte, statt dem Rad. Aber ich glaube, da war auch die zum Austauschen dabei. Ja, dann gab es nochmal einen Jobber bzw. einen C1-10B Droiden in einem Droid Factory Pack zum Farben ändern. Den habe ich jetzt auf der anderen Farbe gelassen. Im Normalfall hatte er wirklich die gleichen Farben hier wie er. Hier zum Beispiel kurz die Verpackung. Ja, also so ein Change Coloring Droide C1, also dann eigentlich auch Jobber. Und dann gab es noch einen aus dem 23er Holiday Adventskalender. Ja, aber der schaut halt jetzt nicht so ganz aus wie der Jobber von der Bemalung her. Jo. Dann gab es einen Jobber. Der allererste, damals wie Disney aufgekauft wurde, kam es dann eben diese neun Figuren mit weniger Artikulationspunkten, und das ist, war dann eben dieser Jobber hier. Zwei Beine. Ja, aber trotzdem auch schön angemalt. Dann gab es den Jobber aus der, ja, ungefähr zeitgleich, fangen wir erstmal mit dem an, den Jobber hier aus der Retro Collection. Hier mit Aufkleber. Knackgeräusch. Und letztendlich der Jobber aus der Ahsoka-Serie von eben auch letzten Jahres oder heuer, glaube ich sogar. Ja, aus der Ahsoka-Serie. Aus der Vintage Collection. Ja, auch ohne Räder, aber hat trotzdem vieles an Spielmöglichkeiten. So, dann haben wir einen Astromech-Droiden mit dem Namen C4R4C, der auch in der Ahsoka-Folge vorkam. Ich weiß nicht genau wo, kann sein, dass der auf dieser Abrüstungsschrottplatz rumgefahren ist. Wer es genau wissen will, der kann gern bei Jagdsammelsorium mal reinschauen, der dieses Teil auch schon reviewed hat, und er macht auch super Videos, sehr informationsreich und alles. Also liebe Grüße gehen hier mal an dieser Stelle raus. Ja, und der hat es eben beschrieben und gezeigt, wo die vorkommen. Ja, diese Figur schaut auch recht sehr aufgearbeitet aus, abgeschrammt zum Teil hier, sieht man, ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, aber so eine Art Kratzspuren, hier ein paar Abnutzungsspuren, und wenn der wirklich auf dieser Plattform arbeitet,
beziehungsweise auf diesem Planeten, wo abgerüstet wird, diese imperialen Schiffe, dann kann man so schon mal aussehen. Ja, die Figur hat auch hier diese Bewegungspunkte der typischen Droid Factory Art. Wir haben hier auch die Räder dran. Da gibt es auch unterschiedliche Sachen dann. Er hat hier keine Art von Kabel, da man dann diese Beine, die identisch sind, wie gesagt, alle abbauen kann und halt dann verschiedenartig dran basteln, sodass es dann wieder passt. Ja, auch er hat hier diese Kuppel, die abgenommen werden kann. So dann drunter ausschaut. Ja, und das abnehmbare Bein auch hier unten noch. Ne? Ja, von dieser Form gibt es auch schon einige in der Droid Factory und in der Hasbro Line. Astromechs gehen immer. Diese Star Wars Figur bzw. dieser Androide ist Professor Hayung. Er ist schon über 1000 Jahre alt und er ist in der schon Hohen Republik dabei gewesen. Er ist in den Clone Wars dabei gewesen und jetzt eben die erste Live-Adaption in der Ahsoka-Serie und die erste Version der Figur in der 375-Inch-Line eben hier für Droid Factory. Also er ist schon recht zierlich gebaut. Er hat trotzdem Bewegungspunkte hier bekommen. Ebenso an den Ellbeugen. Die Hände sind jetzt auch sogar zum Bewegen. Aber die Schultern und die Beine sind sich nicht, da er auch hier normalerweise auseinandergenommen werden kann. Und er ist halt jetzt neu hergestellt worden, also da gab es jetzt noch keine Vergleichsteile. Wir haben hier dann auch noch einen Lendenschurz mit verschiedenen Accessoires, mit Taschen. Hier sieht man dann an der Hüfte, die auch ein bisschen beweglich zu scheinen scheint, ja. Ein paar Kabel. Oh, hier dann noch so ein Wappenzeichen oder keine Ahnung, Deckel. Das Gesicht. Und er hat hier hinten noch einen Rucksack, dem er dann hier noch angedeutet in dieser Version vier Ärmchen beziehungsweise zwei zusätzliche Ärmchen noch hervorheben kann. Der Rucksack selber ist jetzt hier aufgeklebt, ja. Aber man kann hier diese Teile noch ein bisschen bewegen. Und er kann dann als Trainingseinheit diese Arme hier noch ausklappen für Lichtschwertkämpfe beziehungsweise zum Trainieren oder im Werkzeug hier rauszuholen. Ja. Okay. Also echt schöne Figur, also wegen dieser habe ich mir eigentlich das Set gekauft, da die Vintage Collection Version noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja. Und die letzte Astromech-Figur ist hier ein RD3 Astromech-Droide. Wo der jetzt nicht genau vorkam, weiß ich nicht, irgendwo im Hintergrund. Aber wie gesagt, Jak Sammelsorium hat es recherchiert und herausgefunden. Könnt gern mal daran hineinschauen. Ein sehr schön gepolierter Astromech-Droide in Weiß, Gelb und Silber. Und er hat hier von den Beinen her andere bekommen mit diesen Schläuchen dran. Und die sind dann natürlich zwar auch gleich gestaltet, aber wenn man sie an den anderen Seiten dran macht, dann sind die Schläuche halt auf der verkehrten Seite.
Bauen wir da wieder zusammen. Auch er hat dieses dritte Bein bekommen, welches dann auch wieder herausgemacht werden kann und ausgetauscht mit anderen, dass sie die gleiche Bauform haben. Er hat auch Reifen oder Räder unten drunter, dass man ihn ein bisschen hier eben fahren lassen kann. Ein Droiden fahren lassen. Ja, okay. Und auch er hat diesen abnehmbaren Dom mit dem Loch da drin. Weiß jetzt nicht, was das hier zusätzlich ist. Na gut. Ja, schöne Figur. Schönes Set. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.